Moin Autopflegefreunde, seit ein paar Wochen gibt es einen neuen Felgenreiniger auf dem Markt, den Purple Wheel Cleaner von Dope Fibers. Wir haben das Produkt jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz und wollen euch mal unsere Erfahrungen damit mitteilen. Und natürlich gibt es auch einen 50-50 Vergleich. Dafür haben wir uns den Tuga Grün rausgesucht, ein sehr, sehr beliebter Felgenreiniger auf dem Markt, den viele von euch gerne benutzen. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran. Kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Den Dope Fibers Purple Wheel Cleaner bekommt ihr in drei Größen. 500 ml, 1 Liter und 5 Liter. Diese kleine Flasche hier, 500 ml, kostet 10 Euro. Die würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Das ist kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber die 1 Liter Variante ist dann schon deutlich interessanter. Die kostet 14 Euro und das ist dann auch wirklich ein fairer Preis, wie ich finde. Das Produkt hat einen starken Wirkindikator und ist auch pH-neutral. Laut Hersteller kann es für alle Felgenarten benutzt werden. Also lackiert, gepulvert, Hochglanz, verdichtet, alles Mögliche. Der Geruch ist Felgenreiniger typisch, ja, stinkt so ein bisschen nach Ei, aber ich habe das auch schon deutlich schlimmer gesehen, also jetzt unter allen Felgenreinigern auf dem Markt würde ich den so als, ja, recht in Ordnung einschätzen, also gibt welche, die deutlich schlimmer stinken. Dope Fibers hat sich bei ihren Produkten was ausgedacht, und zwar setzen die nicht auf Beschreibungstexte, sondern hier so auf Piktogramme. Auf den ersten Blick ist es auch, ja, wirklich gut gemacht. Man sieht sofort, okay, das soll hier nicht auf heiße Felgen angewandt werden. Das Ganze muss 5 bis 10 Minuten einwirken. Danach soll man eine Felgenbürste und einen Felgenpinsel noch benutzen, am Ende abspülen. Das ist schon ganz in Ordnung gemacht für diesen Piktogramm, mit diesem Piktogramm, aber da gibt es für mich auch einfach ein paar Nachteile. Denn man hat hier natürlich immer nur eine begrenzte Anzahl an Bildern. Du willst jetzt hier auch nicht 80 Bilder machen. Und so wie das jetzt hier auf diesem Piktogramm ist, würdest du zum Beispiel gar nicht nochmal zwischenspülen. Das heißt, du würdest die Felge einsprühen mit dem Felgenreiniger. Und dann würdest du direkt mit der dreckigen Felge quasi dir die Bürste rausholen, die Felgenbürste und den Pinsel und so weiter. Und wenn du sehr, sehr verdreckte Felgen hast, dann hast du zwar den Dreck angelöst, wenn du diese 10 Minuten gewartet hast, aber der angelöste Dreck ist ja nicht komplett runter von der Felge, der ist dann ja noch drauf. Und wenn du dann mit dem Pinsel darauf rumreibst, reibst du quasi mit dem Dreck auf deiner Felge rum. Das ist irgendwie alles nicht so sinnvoll, sondern dann würde ich wirklich nochmal einen Zwischenspülgang machen. Das kannst du in dem Text, kannst du das so schreiben, kannst das nett formulieren und so weiter, aber mit diesem Piktogramm ist das natürlich ziemlich schwer, da verschiedene Fälle abzubilden und so weiter, da ein bisschen Wissen dahinter zu geben. Und hier sind tatsächlich keine anderen Beschreibungstexte, nur noch die obligatorischen Hinweistexte und hier Handschuhe tragen und so weiter, die Warnhinweise, was wir alles kennen, aber eben keine Beschreibung. Deswegen bin ich kein Fan von diesem Dope Fibers Prinzip mit dem Piktogramm. Das aber nur so viel dazu. Wir wissen ja alle, wie man richtig seine Felgen reinigt. Falls nicht, habe ich hier ein Video für euch verlinkt, da erklären wir euch das kurz und knapp. Wir wissen ja, wie man damit umgeht, das heißt, wir können jetzt das Produkt so benutzen. Wir haben hier Marvels Octavia und der ist schon sehr, sehr dreckig. Deswegen werden wir erstmal den Hochdruckreiniger rausholen und die Felgen erstmal abspülen, damit diese erste Schicht Traffic Film abgetragen wird. Der Felgenreiniger soll nämlich hauptsächlich die metallischen Ablagerungen bekämpfen und an die kommt er eben nicht so gut ran, wenn da noch diese Schicht drauf ist. Deswegen macht das ruhig einmal vorher abspülen. Dann ist eure Felge zwar ein bisschen nass, dann wird der Felgenreiniger natürlich auch ein bisschen verdünnt, aber das ist so minimal, das ist eher wichtig, dass ihr, wie gesagt, diese Ablagerung, diesen Traffic-Film und alles erstmal runter bekommt, damit der Felgenreiniger auch richtig gut arbeiten kann. Dann legen wir mal los. Rechts tragen wir zuerst den Purple Wheel Cleaner von Dope Fibers auf. Der Reiniger schäumt doch recht stark, das hat mich ein bisschen überrascht. Dadurch ist der Spray auch nicht so ganz optimal. Landen hier und da auch mal Spritzer irgendwie ein bisschen neben dem Fahrzeug. Nicht so ganz, ganz so toll, ist auch ein bisschen anstrengender, damit die ganze Felge zu benetzen, weil das wirklich relativ punktuell kommt, aber dann auch sich ein bisschen verteilt. Also ist nicht so ganz optimal das Sprühverhalten, ich hoffe, ihr seht das. Aber ja, gibt auch schlimmere. Es ist schon noch in Ordnung. 5 Minuten konnte der Reiniger jetzt arbeiten. Man sieht dann auch schon den Wirkindikator. Allgemein sind die 10 Minuten Einwirkzeit, finde ich, ungewöhnlich lange. Jetzt in der kalten Jahreszeit ist das eigentlich kein Problem. Aber im Sommer könnte es da dann doch zu Problemen kommen. Klar, die Sonne könnte drauf scheinen, es ist ein bisschen wärmer und wenn ihr dann 10 Minuten das Produkt drauf habt, ist natürlich die Gefahr auch da, dass das ganze Produkt eintrocknet. Deswegen mag ich es eigentlich immer ein bisschen lieber, wenn die Felgenreiniger ein bisschen schneller wird. Und damit kommen wir dann auch zum Tuga Grün, der jetzt nämlich dazu stößt. Dieser braucht nämlich nur 5 Minuten, das passt dann ganz gut. Den sprühen wir eben auf der linken Seite auf. Ich finde den Sprühkopf deutlich besser, auch funktioniert einfach besser mit dem Produkt zusammen. Das Ganze ist auch nochmal ein bisschen flüssiger, zerstäubt besser, verteilt sich genauer, passt einfach besser auf die Felge. Also da in der Anwendung, muss ich sagen, würde ich dem Tuga Grün dann nochmal die bessere Punktzahl geben.
Nachdem dann auch die weiteren 5 Minuten rum sind, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Der Purple Wheel Cleaner scheint auf den ersten Blick auf jeden Fall mehr Schmutz angelöst zu haben. Zumindest sieht die rechte Seite lilaner aus. Ich denke mal, das liegt dann an der längeren Einwirkzeit des Produkts. Er hatte halt länger Zeit drauf zu wirken und konnte dann auch mehr anlösen. Aber ob dieses optische Ergebnis einfach nur, weil da mehr Wirkindikator ist, auch tatsächlich mehr Reinigung bedeutet, das würde ich nicht direkt denken. Deswegen schauen wir uns das mal an. Optisch sieht man, finde ich, kaum einen Unterschied. Beide Felgen sehen recht sauber aus. Natürlich müsste man bei dieser Stärke an Verschmutzung jetzt noch mal eine zweite Runde fahren, um da wirklich 100% der Verschmutzung runterzukriegen. Ich habe ja gesagt, die Felgen wurden wirklich seit mehreren Wochen nicht gewaschen. Bei einer sportlichen Fahrweise sammelt sich da natürlich auch eine Menge an. Dazu kommt dann noch, dass man mit Draufsprühen und Abspülen meistens eh nicht das optimale Ergebnis bekommt. Man muss dann doch nochmal mechanisch den Reiniger richtig reinwirken, das heißt mit dem Pinsel oder mit der Felgenbürste dann nochmal da weiter reinarbeiten. Das Video hatte ich euch ja schon eben verlinkt. Da erklären wir euch, wie ihr das Schritt für Schritt richtig macht. Nur so bekommt ihr natürlich das optimale Ergebnis. Ich würde sagen, wir holen jetzt nochmal die Wattepads raus und schauen nochmal. Als ich hier das erste Mal die Wattepads checke, finde ich, die beiden sind auf einem ähnlichen Niveau. Entscheidet mal selbst, welche Seite euch besser gefällt. Für uns sind die Unterschiede so gering, dass ich sagen würde, die sind ähnlich. Deswegen machen wir nochmal einen zweiten Test. Wieder ist das Ergebnis sehr ähnlich. Der Tuga hat vielleicht einen Hauch weiter die Nase vorn, würde ich sagen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, was da eure Meinung ist. Was ist jetzt also mein Fazit? Beide Reiniger haben auf jeden Fall eine ähnliche Performance gezeigt, wie ich finde. Man kann sagen, dass der Aluteufel Grün zumindest in unserem Test eine leicht stärkere Wirkung hatte. Aber bei so geringen Unterschieden bin ich da eher vorsichtig und würde dann eher auf eine gleichwertige Leistung plädieren. Meiner Meinung nach hängt also am Ende die Entscheidung beim Preis. Laut Liste liegen beide Reiniger bei 14 Euro, aber wenn man mal sich die realistischen Preise anguckt, dann sieht man, dass der Tuga Teufelsreiniger doch sehr häufig reduziert ist. Da bezahlt ihr dann knapp 10, 11 Euro dafür, da muss man meistens nicht die 14 Euro bezahlen. Und dann ist der Tuga Teufelsreiniger natürlich ein bisschen attraktiver, wenn man dann 3 Euro weniger bezahlen muss. Falls ihr dann aber doch mal den Purple Wheel Cleaner ein bisschen reduzierter seht, dann kann man da auf jeden Fall auch zugreifen. Wie gesagt, nicht diese kleine Variante, sondern bitte den Liter. Da habt ihr auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wenn es da mal ein bisschen günstiger wird, kann man den sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Falls ihr Aufbereiter seid und eher Kanister kauft, dann lohnt sich auf jeden Fall der Tuga Teufelsreiniger mehr. Der kostet immer so zwischen 36 und 40 Euro, der 5 Liter Kanister. Und hier kostet das Ganze 50 Euro. Also dann seid ihr 10 bis 14 Euro teurer bei dem Purple Wheel Cleaner. Da lohnt sich dann auf jeden Fall der Tuga mehr. Falls ihr jetzt noch mehr Lust auf Fahrzeugpflege habt, dann schaut doch mal in unser letztes Waschvideo rein. Das findet ihr hier. Oder möchtet ihr einen Vergleich von zwei Top-Vorreinigern sehen, dann schaut hier mal rein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Morris von Outdoor Lifestyle.